herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Martha Altweck-Glöbl. Ich kandidiere als Landrätin für die ÖDP-PU für diesen Landkreis Straubing-Bogen. Ich befinde mich hier mitten auf dem Bogenberg, der Heimat des bayerischen Rautenwappens. Ich setze mich dafür ein, dass der Landkreis den Antrag, den Donauraum als Weltkultur- und Naturerbe in der UNESCO aufnehmen zu lassen, dass er diesen Antrag unterstützt. Eine Perlenreihe von Klöstern zeugt von einer ganz langen Besiedelungsgeschichte. Die Römer haben die Donau als nassen Limes bezeichnet. Und hinter mir sehen Sie die Donau als frei fließendes Gewässer. Über 70 Fischarten, darunter 54 alleine im frei fließenden Teil, andere bedrohte Tierarten, zeugen von der hohen Qualität dieses Flusses. Und dies ist der Grund, warum wir diesen Lebensraum schützen müssen. Die wichtigste und größte Herausforderung des neuen Kreistages Straubing-Bogen wird die Bewältigung der Energiewende und der Klimaveränderung sein. Ich bin sehr stolz, dass viele der 30 Frauen und 30 Männer auf unserer Liste Protagonisten sind, die uns da unterstützen. Die einen als Energiescouts, die anderen, weil sie sich auf dem Gebiet der Solarenergie oder der Windenergie bereits hervorgetan haben. Die Energiewende fordert uns. Wir sind eine Bioenergieregion, ausgezeichnet von der Bundesrepublik, heraus. Und wir werden noch mehr als bisher in erneuerbare Energien einsteigen müssen. Bei der Klimaveränderung brauchen wir dringend eine Verhaltensänderung. Jeder von uns muss von 11 Tonnen CO2 pro Jahr runterkommen auf 2,5 Tonnen pro Jahr. Energieeinsparung auf welchem Weg auch immer, sonst werden wir dieses große Problem nicht lösen können. Dazu haben wir nur noch 10 Jahre Zeit. Der Landkreis Straubing-Bogen ist auch einer der größten Arbeitgeber in der Region. Besonders stolz sind wir auf unsere 2 Kreiskliniken, die sehr beliebt sind wegen ihrer hohen ärztlichen Versorgung, qualitativ und ihrer fast familiären Pflege. Aus diesem Grund setze ich mich dafür ein, dass die landkreiseigene Leiharbeitsfirma endlich aufgelöst wird und alle Pflegekräfte und Mitarbeiter den gleichen Arbeitsvertrag im öffentlichen Dienst bekommen. Faire Bedingungen für alle.